besonderes persönliches Engagement mit diesem Event zu unterstützen. Deshalb, heute Abend keine Vorstadtweiber, sondern nur Herzensmenschen für Vorstadt Herzen. Guten Abend, ich bin Patricia Staniek und ich darf die Auktion heute begleiten. Sie steigern in 50 Euro Schritten. Das bedeutet, Sie nennen aber dann die Summe. Es startet mit einem Gebot, 100 Euro, und der nächste Schritt wären 150 Euro oder 200 Euro. Ist das Gebot von Ihnen zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Herzlichen Dank. Wow. Dankeschön. Wer bietet mehr? 450? So, 500! 500, yeah! Sie kommen immer wieder zurück. Eine tolle Veranstaltung. Jetzt wollen wir natürlich, bevor wir zur Moderatorin kommen, wissen, um was geht es da eigentlich? Beauty trifft Kunst. Also wir sind ja eine Beauty-Firma und durch Corona bin ich so in einen engeren Kontakt mit Kunst gekommen, indem ich einfach selber angefangen habe zu malen und auch auszustellen. Und haben mir gedacht, das ist eigentlich, das ist eine schöne Kombi. Also das Beauty ist ja auch eine Kunst, ne? Und das Malen ist auch eine Kunst. Und zusätzlich kommt dann noch das Ganze im Dienst einer guten Sache zu stellen, ne? Genau, also wir haben die Karin Hohenwarter von den Vorstadtherzen, das ist eine gute Freundin und da hört man halt immer so Sachen, das drückt. Und dann haben wir gedacht, da muss man einfach was tun und was können wir machen? Ne? Und einfach nur Geld herzugeben ist oft nicht das Richtige, weil wenn man dann sowas macht, kommt vielleicht ein bisschen mehr zusammen. Ne? Jetzt, du hast den Beruf verfehlt, du könntest Auktionarin werden. Ja, vielen Dank, ich habe das heute zum ersten Mal gemacht. Ich habe mit Auktion ganz wenig bis gar nichts zu tun gehabt in meinem Leben. Du weißt ja, ich bin Profiler und Wirtschaftskriminalanalystin, also ein komplett anderes Gebiet, auf dem ich tätig bin. Aber ich freue mich, dass wir hier Herzen- und Geldbörsen öffnen konnten und ich heute einen neuen Aspekt in meiner Analyse gesehen habe. Nicht nur Menschen, wie sie sich im kriminalistischen Bereich verhalten, wie sie sich in der Wirtschaft verhalten, sondern auch das Verhalten von Menschen bei Auktionen. Jetzt hast du mir schon einen Teil der Frage vorweggenommen. Ja. Hast du die Leute beobachtet und sagst, den denke ich jetzt ganz besonders, den schaue ich tief in die Augen oder der? Ja, schon. Also worauf schaust du? Wer hält den Blickkontakt und wer schaut weg? Ja? Also die, die den Blickkontakt haben oder du siehst auch das Interesse von Menschen, die Aufmerksamkeit, die Zuwendung, auch das Herz und auch den Willen, all das kannst du an einer Person auch optisch mal in Kürze schon wahrnehmen. Und du hast auch etwas unter Beschuss genommen, habe ich gehört? Ja, ich habe einen Mantel unter Beschuss genommen von La Hong und ich durfte ihn als True Crime Mantel gestalten. Ich bin richtig happy. Der hat einen tollen Verkaufspreis erzielt. Er wurde vorne am Schallkragen durchschossen von mir. Am Rücken trägt er ein großes Kreuz. Hier ist eine blutige Hand zu sehen von einem Täter und es trägt natürlich das Emblem True Crime Junkie. Kann man es von einer Profilerin anders erwarten. So ist es. Eine tolle Veranstaltung. Wird es ein Folgeprojekt geben? Also ich glaube, die Patricia Staniek macht das so gut, dass wir das vielleicht nächstes Jahr wieder als Auktion planen. Nächstes Jahr ist Gina Foltinek verschwunden. Nein, also wenn das den Leuten gut gefällt oder so. Für uns ist es schön, weil wir eine schöne Veranstaltung haben, wir haben schöne Bilder gezeigt, wir haben ein gutes Projekt gemacht, also immer wieder gerne, also super. Tolle Sache, das Wetter hat mitgespielt. Naja, wir haben da ein bisschen einen guten Draht. Wir haben es da. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, das war eine tolle Veranstaltung. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön.
sieht man Einschüsse, das war der leichteste Job, den ich hatte. Am linken Arm sehen Sie meinen Handabdruck mit Blutspur, es war die rechte Hand, ich habe heute 2 Stunden gerubbelt, dass ich die Farbe runterkriege. Das ist ein Mantel für Crime-Fans, für True-Crime-Fans. Wir sind ein karitativer Verein hier in der Region Burgersdorf-Gablitz, Mauerbach-Pressbaum, Tulnerbach. Wir spenden oder wir unterstützen Familien, die in dieser Region leben, die mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen haben, wo durch Krankheit vielleicht ein Ehepartner ausfällt. Oft und sehr oft sind es auch Alleinerziehende. Und wir haben aber gesagt, wir wollen, also das sind alles unsere Heimatgemeinden und wir wollen da unterstützen, wo wir auch selber herkommen. Unseren Verein gibt es seit 2018 und man glaubt gar nicht, wie viel Hilfe wirklich benötigt wird, das oft gar nicht ans Tageslicht kommt. Wir sind zwar ein sehr kleiner Verein, aber wir konnten schon in den letzten vergangenen Jahren rund 70.000 Euro spenden, 60, 70. Die Hilfe wird immer wieder benötigt und nachdem die Zeiten nicht einfacher werden, ist die Nachfrage doch sehr groß. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen auch die Scham da ist und sich die gar nicht oft bemerkbar machen. Absolut. Das ist einer der Hauptthemen, dass sich viele Leute gar nicht trauen zu melden. Aber wir behandeln das wirklich absolut diskret. Also da gehen keine Namen nach außen. Wir machen es aber auch so, dass wir jetzt nicht irgendjemandem 500 Euro in die Hand drücken, sondern wir zahlen wirklich direkt. Ob das jetzt die Betriebskosten sind oder die Autoversicherung oder die Rechnung an den Stromanbieter. Wenn sich jemand an uns wendet, sagen wir, okay, wo brennt der Hut? Da und dort und wir zahlen das dann direkt dorthin. Super Sache. Ja. La Honk ist bekannt dafür, dass er sich gerne auch im Dienst der guten Sache stellt. So auch hier. Ne? Ich denke, jeder von uns, ich hoffe, dass jeder von uns so denkt wie ich. Jede kleine Hilfe, einfach Hilfe, wenn geht, schadet nicht. Weil denn durch die Hilfe haben wir, dadurch bekommen wir ein schönes Umfeld. Jeder von uns wünscht sich, glücklich zu leben. Man kann nur glücklich leben, wenn sein Umfeld auch glücklich ist. Und deswegen, ich glaube, wenn geht, jede Hilfe kann man mitmachen. So hat man ein schönes Umfeld und so ein schönes Leben. Ja. Eine tolle Sache und ich glaube, es ist ganz wichtig, jeder kann zufrieden sein, wenn es ihm gut geht, aber man soll natürlich die anderen nicht vergessen. Darf ich dazu vielleicht noch was sagen? Gerne. Das war auch der Grund, warum wir eigentlich diesen Verein ins Leben gerufen haben. Ja, ich meine, wir sind alle ganz normale Frauen mit Familien, Kindern, Jobs. Jeder hat sein Pinkel zum Tragen, aber wir haben trotzdem festgestellt, uns geht es wahnsinnig gut. Ja, und das wollten wir einfach weitergeben. Ja. Und das war auch der Hintergrund, warum wir diesen Verein gegründet haben. Ja. Es wäre schön, wenn viele mehr noch diese Einstellung hätten. Sage ich schon recht herzlichen Dank. Eine ganz eine tolle Sache. Auch dir danke. Dankeschön. Und einen schönen Abend noch. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt aber die Leila von mir, die ist nicht nur eine begnadete Schauspielerin, eine schöne Frau, aber du hast da wunderschöne Augen. Wie kommt das? Danke. Ja. Ich bin zu den Wimpern gekommen, weil auf der Bühne sind ja Augen unglaublich wichtig und man muss irgendwie ein strahlendes, offenes Lächeln haben und das hat man, wenn man Luxus-Lashes einzelne Wimpern drauf gibt, weil dadurch das Auge noch mehr öffnet und auf der Bühne dann natürlich ein tolles Aussehen ist. Ja, weil doch ein bisschen eine Distanz auch dazwischen ist. Ne? Genau, es ist ja immer wichtig, auch Schminke und Augen, Lippen, das ist unglaublich wichtig auf der Bühne. Und kein Mensch will geschlossene Augen auf der Bühne haben. Ja, die Mimik ist wichtig. Die Augen erzählen sehr viel auf der Bühne. Die erzählen Trauer, die erzählen Freude. Und die Wimpern unterstützen das. Ja, und wenn man sich die wunderschönen Wimpern anschaut, ist es schwer, so etwas zu machen. Sie meinen die Arbeit jetzt? Die Arbeit, ja. Es ist schon, also leicht ist es nicht. Wir setzen ja wirklich einzelne Wimpern und man muss sich vorstellen, wir setzen pro Auge ungefähr 250 einzelne künstliche Wimpern auf die eigenen. Also das ist schon eine Art des Chirurgensarbeit. Präzision, ja. Es ist Präzision, ja. Ja. Aber der Vorteil ist, es hält und man hat jetzt wirklich 4 Wochen, 5 Wochen Ruhe. Man hat immer schöne Wimpern, wurscht, waschen,
Pool, schwimmen, trainieren. Genau. Es hält. Es hält, genau. So wie die Taft-Werbung. Bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter, genau. Ja, so tut das weh? Das tut überhaupt nicht weh. Man schlaft sogar, man ist entspannt in der Liege und wacht dann quasi mit wunderschönen Augen auf. Und der Mann freut sich auch, ne? Genau. So ist es. Wenn man die Wimpern setzt, da braucht man aber gute Augen, oder? Ja, das schon. Ja. Also es gibt auch Lupenbrillen, also man kann alles unterstützen. Je älter man wird, umso mehr Dioptrien braucht man halt auch bei der Arbeit. Aber das ist normal. Fantastisch, ja, wunderbar. Ja. Sag ich euch schon recht. Und eins muss ich auch dazu sagen, Leila ist eine Kundin schon seit vielen Jahren, seit Beginn von Luxus Lashes. Und das gibt es ja schon seit 15 Jahren. Ja. Also wir kennen uns seit 15 Jahren. Das stimmt. Und das ist so toll. Treue Kundin. Ja, genau. Also das spricht ja auch für Qualität. Ne? Genau. Genau, das wollte ich gerade sagen. Eine ganz wichtige Frage, die uns wirklich sehr, sehr belastet. Belastet. Halten die Wimpern jetzt bis zu den Wachaufespielen? Die halten auf jeden Fall bis zu den Wachaufespielen. Und wenn es dort regnet, halten die immer noch, weil wir spielen im Freien. Und wenn die Sonne scheint, halten sie. Und wenn ich schwimmen gehe dort und Radl fahren, halten sie auch. Das heißt, eure Wimpern in der Wachau. Genau. Super. Luxuslashes in der Wachau. Was will man mehr? Perfekt. Genau. Ja. Und wer jetzt wissen will, wann die Wachau-Festspiele sind, einfach bei TV21 reinschauen. Wir bringen einen Vorbericht.